So, herzlich willkommen zurück zu The Captain. Das ist der sechste Teil dieses Let's Plays. Ich bin sehr gespannt, an welcher Stelle ich jetzt weiter ansetzen werde. Will aber gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern gleich umblenden auf das Spiel. Wir haben hier, wir sind bei dem Trade and Pay angekommen im Lianischen Sektor. Und das werde ich vielleicht nochmal ganz kurz zeigen. So. Lymianischer Raum, also faktisch der zweite Teil dieses Spiels. Und wir haben jetzt eine ganze Menge Optionen und vielleicht ganz kurz, mir fehlen, um jetzt weiterzureisen, fehlen mir insgesamt 800 Credits. Das bedeutet, ich bräuchte eigentlich 300 Credits für einen weiteren Tromium-Behälter. Und für das Maschinen-Upgrade bräuchte ich 500. Verkaufen kann ich nichts, weil ich schlicht nichts habe und das Sternfragment und die Energiekapseln und die Tromiumbehälter, die ich bereits habe, die brauche ich dringend und eigentlich sogar noch mehr davon. Das heißt, ich brauche jetzt dringend 800 Credits und das reicht noch nicht, denn hier auf dem nächsten Trade and Pay gibt es auch noch einen Tromiumbehälter. Da ebenfalls für 300, also wir reden insgesamt über 1100 Credits. Die Idee ist jetzt folgende, man könnte jetzt diese drei Sterne abfliegen, also den Nugget-Knoten, Selig und Fenton Perth und hier nach und nach versuchen, das Geld zu bekommen. Ich würde jetzt Folgendes versuchen, nämlich den Nugget-Knoten anzusteuern. Ist es geschickt? Und dann mehr oder weniger so hier im Kreis zu fliegen. Zurück zum Trade and Pay und von dort aus dann weiter Richtung dieses Trade and Pays, bevor wir dann bei Pi und Lime sind und zum Space Gate kommen. Das scheint mir eine ganz gute Richtung zu sein. Okay, dann setzen wir mal Kurs auf den Nugget-Knoten. Und ich bin gespannt, ob wir hier auf diesen drei Planeten die 1100 Credits zusammenbekommen können, um das Maschinen-Upgrade und zwei weitere Tromium-Behälter zu kaufen. Und die Sternfragmente sollten wir auch nicht so ganz aus dem Blick verlieren. Aber schon dadurch, dass wir das Maschinen-Upgrade 2 gekauft haben, bewegen wir uns schon doppelt so schnell, wie wir sonst tun würden. Wir sind jetzt bei Tag 147 und kontaktieren mal die... Hier spricht Frack. Ich bin Thomas Welmo, Captain des Space Fleet Schiffes Copernicus. Ja, okay. Ich bin gerade beschäftigt. Wolltest du etwas Bestimmtes? Nein, nicht wirklich. Was ist mit dem Planeten los? Die jährliche Bergbauausstellung findet gerade statt. Okay, ich verstehe, aber das habe ich nicht gemeint. Der Planet sieht beschädigt aus. Er ist nicht beschädigt, er ist nur ein bisschen gebraucht. Gebraucht? Tut mir leid, du bist herzlich eingeladen, mich zu besuchen, aber ich habe ja wirklich viel zu tun. Du hast eine Messe erwähnt. Ja, die jährliche Bergbaumesse. Lohnt sich ein Besuch? Nun, es geht zu Ende, aber wir haben noch den Moonstein Cup und es gibt auch noch einige kleinere Wettbewerbe. Hier unten gibt es eine Menge zu sehen. Ich muss jetzt wirklich los. Wenn du uns besuchen willst, können wir später weiterreden. Okay. Dann landen wir doch mal. Die Landesequenz ist immer wieder großartig. So. Wir haben den Boden erreicht, Captain. Und kann ich zurück zum Schiff gehen? Was? Nein. Nein, du kannst jetzt nicht gehen. Warum willst du das tun? Es ist einfach so dreckig und staubig hier. Bleib einfach hier und warte auf mich, Shuttle. So. Bergbau.
Still. Bergbauausstellung. Es ist ein riesiges rotes und gelbes Banner. Bergbauausstellung, der jährliche Amateurwettbewerb der Königlichen Erntegesellschaft. Na dann, schauen wir doch mal, was hier so geht. Also, meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen kurz vor dem letzten Kampf des Tages. Ich weiß, dass ihr alle schon lange auf diesen Moment gewartet habt. Aber lasst mich euch sagen, dieser Moment ist gekommen. Auf dem Felsen stehen der junge und schneidige Newcomer und der ebenso starke Herausforderer. Jack the Thrillbit Hammer. Den Anfang macht der amtierende Champion und Meister des Bohrers, der erfahrene Veteran und bekannte Weltrekordhalter von 5 Golden Rock Trophäen, kein anderer als Primo de Pickaxe Pickefito. Okay, meine Damen und Herren, macht euch bereit für den finalen Showdown der Meisterschaft der Handernteklasse im Weltgewicht. Ist Bergmann Nummer 1 bereit zum Bohren? Ja, ich bin bereit. Und ist Bergmann Nummer 2 bereit zum Bohren? Bereit. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Da sieht man ein bisschen, was sie mit ihrem Planeten gemacht haben. Der mittlerweile wirklich nur noch eine sehr käsig wirkt mit den vielen Löchern. Da hinten, das scheint irgendwie so ein Ernter zu sein. Da sieht man Abraum halten und Müll und Dreck. Okay, naja. Hallo Fremder, du siehst etwas verloren aus. Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Ich weiß es nicht. Ich bin nur hier gelandet, weil ich neugierig auf diesen Ort war. Ich kann es dir nicht verdenken. Ich glaube nicht, dass es im Moment einen spannenderen Ort im Universum gibt. Ja, Bergbau ist wirklich eine aufregende Sache. Bist du hier, um am Wettbewerb teilzunehmen? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht viel über Bergbau. Hey, wir sind hier alle Amateure. Warum nicht die Gelegenheit nutzen und etwas Spaß haben? Schau auf der digitalen Tafel direkt unter mir nach, ob noch Plätze frei sind. Es ist schade, dass die meisten Wettbewerbe vorbei sind. Der 600 Megatonnen Tunnel Cup war eine Zitterpartie. Um Gottes Willen. Die Wurmmädchen haben schließlich gewonnen. Okay, danke. So, dann schauen wir doch mal, was hier so geht. Es ist ein Bohrshuttle. Hier ist ein kleines Schild. Der Shaker Modell 3. Das beliebteste elektrische Bohrschiff, das je gebaut wurde. Der niedrige Einstiegspreis, die lange Lebensdauer und die kostengünstige Leistung machen es für jeden, der wollte, viel einfacher, selbst mit dem Bergbau zu beginnen. Der Shaker wurde für den leichteren Bodenabbau verwendet und wurde schnell zum Standardmodell für Privatpersonen und Unternehmen. Heutzutage wurde es durch neuere Modelle mit noch besserer Ausbeute und Effizienz ersetzt, aber der Shaker Modell 3 wird immer für seinen Einfluss auf die Bergbaugemeinschaft in Erinnerung bleiben. Verkäufer, Hallöchen. Wenn du an einem Wettbewerb teilnehmen willst, solltest du dir den Infobildschirm hinter mir ansehen. Danke. Naja, wie viel Geld habe ich denn? Infobildschirm. Elite Pro Dick. Okay, dem könnte ich beitreten, dem Mondstein Cup. Die Namen, hey. Duke Diggelot. Disqualified. Aber was ist, wenn ich jetzt während des Wettkampfs Geld brauche? Ich habe nur 30. So, vielleicht kann ich... Also ich hoffe, dass ich nochmal hierhin zurück kann. Hm.
Also wenn ich während des Wettkampfs Geld brauche, um irgendwas zu kaufen, zum Beispiel dieses Bohr-Shuttle, habe ich ja faktisch keine Option. Ich lade nochmal neu. Ich lade nochmal die Position vom Trade and Pay. Okay, da wissen wir erstmal, was auf uns zukommt. Also das heißt, wir nehmen da an einem Wettbewerb teil und können möglicherweise ein bisschen Geld verdienen. Das ist gar nicht schlecht. Allerdings sieht es so aus, als ob ich vielleicht Geld brauche, um da was zu kaufen. Das heißt, wir fliegen die Runde einfach andersrum. Wir nehmen Fenton Perth und fliegen so rum. Ist vom Weg her identisch. 13 Tage Start. Los geht's. Okay, dann gehen wir nach Fenton Perth. Captain. Ja. Mein Planetenscan hat etwas sehr Seltsames entdeckt. Ein Spacefleet-Signal, bist du sicher? Ja, das bin ich. Ich glaube, es stammt von dem Booster-Modul, das Teil der Brennstoffzellentransportmission war. Booster-Modul? Wie zum Teufel ist es hierher gekommen? Zu viele unbekannte Variablen, um eine aussagekräftige Analyse zu erstellen. Was? Ich weiß nicht, was es hier zu suchen hat. Aber das könnte der Grund sein, warum die Transportmission gescheitert ist. Du bist in den äußeren Regionen gelandet. Diese Booster-Module enthalten eine große Menge Thromium, wenn ich mich nicht irre. Korrekt. Das könnte für uns nützlich sein. Ich empfange mehrere Informationssatelliten, die diesen Planeten umkreisen. Wir sollten eine Verbindung zu ihnen herstellen, bevor wir weitere Maßnahmen ergreifen. Moment, ich stelle jetzt die Verbindung zu einem Satelliten her. Dieser Planet wird von einer Vorraumzivilisation bewohnt und ist daher durch das Gesetz der Vereinigten Galaxie des universellen Nichteinmischungsgesetzes von 2234 geschützt. Alle Verstöße gegen dieses Gesetz werden durch das Gesetz der universellen Verhaltensparagraphen geahndet. Für weitere Informationen wende dich bitte an die Lemianische Dienststelle für Handeln, Katasterwesen. Ich schätze, ich muss vorsichtig sein, wenn ich darunter gehe. Also wieder so eine typische Star Trek-Mission. Misch dich nicht ein in fremde Kulturen. Okay. Also wir sind noch weit genug weg vom Sonnenplaster. Und es ist tatsächlich so, dass im Moment noch kein Notruf ausgegangen ist von Ortis. Also das heißt dort, wo meine Frau Sarah dient. Es ist so, dass irgendwann diese Belagerung durch die lemianischen Truppen dazu führt, dass die Außenposten ihre Schilde verlieren, nach und nach. Und dann hat man nur noch eine bestimmte Zeit, um zurück zur Erde zu kommen. Wenn ich jetzt sofort starten würde, wäre ich in 115 Tagen da. Und meines Wissens sind es 80 Tage, die man brauchen darf, um zur Erde zurückzukommen, wenn dieser Punkt erreicht ist. Das heißt, solange dieser Einspieler nicht kommt, dass sich die Schildleistung dieser Außenstation verringert, kann ich hier in dem Sektor erkunden, so lange und so viel, wie ich will. Mit einer Bedingung, ich muss schneller sein als der Sonnenblaster. Also dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Fenton Perth und probieren mal unser Glück auf dieser diesem Planeten. Dann landen wir mal. Okay, Schiff, ich würde sagen, wir sind über den Schritt hinaus, uns nicht in die natürliche Entwicklung dieses Planeten einzumischen. Mit dem abgestürzten Modul scheint es so zu sein, Captain. Ich gehe darunter und berge das Thromium aus dem abgestürzten Satelliten, bevor ich ihn auseinandernehme. Das würde die natürliche Entwicklung der Bewohner dieses Planeten fördern. Die Vorschriften zwingen das Shuttle jedoch dazu, bei dieser Mission einen Einsatz- und Ausstiegsmanöver durchzuführen. Richtig, wir müssen das Risiko, von den Bewohnern des Planeten entdeckt zu werden, minimieren. Das Shuttle setzt mich an der Stelle ab, an der sich der Booster befindet, und bleibt dort, bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind. Ich werde ein Servicemodul in der Nähe der Absturzstelle schicken. Verwende es, um das Thromium zu bergen. Perfekt. Benachrichtige Shuttle, dass wir gehen. Wird gemacht. Und Captain? Ja? Ich habe dein Infopad mit der notwendigen Vorgehensweise für einen erfolgreichen Einsatz aktualisiert. Verstanden. So. Na, dann bin ich mal gespannt.
Ich gehe mal davon aus, dass wir entdeckt werden. Was anderes wäre ja albern. Das sieht aber hübsch aus. Okay. Da haben wir es. Eine weitere Landung, die unter P für Perfektion archiviert wurde. Es war okay. Aber bitte, Shuttle, es gibt wirklich keinen Grund, damit anzugeben. Ich gebe nicht an. Ich gebe dir nur ein Missionsupdate. Wie auch immer. Du solltest zurück zur Copernicus gehen, während ich mich um diesen Satelliten kümmere. Oh, lernt mein kleiner Captain gerade selbstständig zu laufen? Go, go, gaga. Bist du fertig? Ja. Wir sind durch die Vorschriften dazu verpflichtet, jeden Kontakt zu vermeiden und keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, während wir hier unten sind. Das ist der Grund, warum ich dich hier allein lasse, um die Arbeit zu erledigen. Ich sehe das Servicemodul, das das Schiff heruntergeschickt hat. Hat es den Einsatz überlebt? Yep, scheint so. Ich erhalte grünes Licht von ihr. Du bist startklar, Captain. Gut. Ich werde dich kontaktieren, wenn ich hier fertig bin, damit du mich abholen kannst. Keine Eile, lass dir Zeit. Die Bergung. So, Infopad. Nachrichten. Boostermodul A. Finde die Absturzstelle des Boostermoduls. Finde die Zugangsklappe des Boostermoduls. Entriegle das Fach für den Tromiumstab, indem du die richtige Kombination der Schlossknöpfe einstellst. Rot, schwarz, rot, rot, schwarz, rot. Öffne das Fach für den Tromiumstab. Entferne vorsichtig den Tromiumstab. Setze den Tromiumstab. Gut, okay, wir gucken uns erstmal um. Das können wir uns dann auch nochmal anschauen. So, Servicetisch. Bitte stecke den. So, okay. Zugangspanel. Ah. Ah, das ist das Schloss schon. Okay. So, dann muss ich erstmal wieder nochmal rausgehen. Also. Boostmodul. Rot, schwarz, rot, rot, schwarz, rot. Das soll da gehen jetzt. Rot, schwarz, rot, rot, schwarz, rot. Et voilà, Tromiumstab. So. Entferne. Okay. Also wir müssen jetzt erstmal hier an den Servicetisch und halt den Tromiumstab in den Servicetisch. So. Drei, drei, null, vier, vier. Okay. Drei, drei, null, vier, vier. Drei, drei, null, vier, vier. So. Ihrer Selbstzerstörung. So. Ich denke, damit ist die Mission erfüllt. Das Einzige, was noch bleibt, ist, den Stab sicher zum Schiff zurückzubringen. Warte mal kurz. Wo ist der Stab? Na super. Verdammt, ich wurde kompromittiert. Hey, ich glaube, der Typ hat gerade einen Tromiumstab gestohlen. Ich muss ihn zurückholen.
Der Staub könnte der Umwelt ernsthaften Schaden zufügen, wenn sie ihn nicht richtig behandeln. Sehr große Stadt. So, da läuft er weg. Da ist er. So, dann folgen wir doch mal diesem Pfad. Die Straße scheint da drüben bei den Toren zu enden. Er muss sich hier irgendwo verstecken. Vogelnest. Es ist ein Vogelnest, das aus Zweigen und Blättern besteht. Kann man noch mehr anschauen? Ne. Das hat ja gut geklappt. Ich habe ihn bewusstlos gefunden. Vor den Stadttoren. Seine Kleidung ist sehr seltsam. Mutter, wird es mit ihm gut gehen? Ich denke schon, Liebes. Er muss sich jetzt einfach ausruhen. Was ist passiert? Etwas, ouch, oder jemand muss mir auf den Kopf geschlagen haben. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte einen kleinen Blackout. Und sitze in Unterhosen in einem fremden Haus. Und das hat ja gut geklappt mit der Nicht-Einmischung. Aber wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Shuttle? Verdammt, meine ganze Ausrüstung ist weg. Und meine Kleidung. Zu viel zur Einhaltung des Nicht-Einmischungsgesetzes der Space Fleet. Ich muss meine Ausrüstung und den Stab holen und so schnell wie möglich von hier verschwinden. Na dann. Nochmal. Gemälde. Ich kann einen Hinterhof sehen. Es ist eine kleine Stadt mit Steinhäusern. Heiliges Buch, der himmlische Kodex. Okay. Das Idol von Tam. Die Allmächtige hatte Trond den Segen gegeben, ein Abbild von sich zu erschaffen. Trond tat, was Tam sich gewünscht hatte. Hörst du dies? Okay. Also da geht es um hier eine besondere heilige Statue. Und das war ja der Anfang mit den Sternfragmenten, dass die häufig in Idolen verbaut worden sind oder in Artefakten verbaut worden sind, wegen ihrer besonderen Energieform, also ihrer besonderen Resonanz. Okay, also da könnte also faktisch ein Sternfragment auf uns warten. Da haben wir die Kleidung. Ziehen wir die doch mal an. Die sind gar nicht so übel. Ich fühle mich richtig wohl und locker. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Labor. Eine alte Laborausrüstung. Hier wohnt jemand, der ein wissenschaftliches Interesse hat. Und dann was? Zeiten des Aufwachers. Schlafstunden pro Nacht.
ich das schon benutzen? Ich weiß nicht, was ich mit diesem Labor machen würde. Gut, dann gehen wir erstmal nach unten. Mama. Ja, Liebes. Er ist wach. Ja, Liebes. Mama, der Mann. Oh. Oh, tut mir leid. Du bist wach. Ich bin wach. Das ist wunderbar. Wie geht es dir? Okay, schätze ich. Ich habe stechende Kopfschmerzen, aber sonst geht es mir gut. Bitte komm runter und schließe dich uns an. Danke. Lazar hier hat dich heute Morgen bewusstlos vor den Stadttoren gefunden. Was ist mit dir passiert? Ich bin nicht sicher. Wie lange habe ich geschlafen? Ich habe dich heute Morgen vor den Toren der Stadt gefunden. Also wir haben nicht viel Zeit verloren. Wo bin ich? Du bist in unserem Haus, in Fenton Perth. Es wurde beschlossen, dass wir uns um dich kümmern werden, da wir dich gefunden haben. Nun, vielen Dank dafür. Wer bist du? Mein Name ist Samoa und diese junge Dame dort drüben ist meine Tochter Laza. Wie sollen wir dich nennen? Mein Name ist Thomas. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Also, woher kommst du, Thomas? Ich meine, niemand in der Stadt scheint dich zu erkennen. Das wäre das denkbar Falscheste, was man sagen könnte. Ich erinnere mich nicht. Der Klassiker, der Einstieg in jedes Spiel, ich erinnere mich als Gedächtnis gelöscht. Du erinnerst dich nicht? Ich erinnere mich an meinen Namen und mein Alter, aber an nichts anderes. Wir sollten Dr. Cottage wirklich einen Blick auf dich werfen lassen. Ich scheine meine Klamotten verloren zu haben. Ich habe die hier oben neben dem Bett gefunden. Das ist in Ordnung, sie werden für dich dort platziert. Ich hoffe, sie passen. Ja, danke. Sie gehören meinem Mann, aber du kannst sie so lange ausleihen, wie du willst. Ich muss wirklich so schnell wie möglich meine Klamotten und Ausrüstung in die Finger bekommen. Natürlich, der Gouverneur hat sie im Moment. Der Gouverneur? Warum hat der Gouverneur meine Kleidung? Also, so etwas wie das, was du anhattest, haben wir noch nie gesehen. Wir sind nur eine kleine Stadt und der Gouverneur wollte keine unliebsamen Gerüchte verbreiten. Er hielt es für nötig, deine Sache aufzubewahren, bis er die Gelegenheit hatte, mit dir zu sprechen. Oh, ich verstehe. Ich werde dich zu ihm bringen, aber eins nach dem anderen. Du musst hungrig sein. Wir haben gerade unsere Morgenmahlzeit gegessen, aber es ist noch Essen übrig. Vielen Dank, ich bin am Verhungern. Gut, setz dich bitte an den Tisch und ich hole dir etwas. Laza, hast du keine Hausarbeiten zu erledigen? Mama, aber ich will bleiben. Laza, jetzt. Bitte, Thomas, setz dich an den Tisch. So, was haben wir denn noch so? Gemälde. Die Goldperle. Diese Blume scheint tatsächlich echtes Gold zu enthalten. Hier steht, dass sie manchmal zusammen mit dem gewöhnlichen blauen Skylip wächst. Schließfach. Bitte fass das nicht an, Thomas. Ich bewahre dort einige Gegenstände auf, deren Handhabung sehr gefährlich ist. Das klingt danach, als ob wir uns das später nochmal anschauen. Regale. Das Gemälde können wir uns mal noch anschauen. Es ist eine Zeichnung von einem Baum. Auf einer kleinen Metallplakette am unteren Ende des Raumes steht Maimos Baum. Ja, gut. Was ist das? Tür? Oh, das tut mir leid, aber das ist mein und Lazars Schlafzimmer. Ich würde diesen Raum lieber für mich behalten. Natürlich. Ich weiß das zu schätzen. Dann setzen wir uns mal an den Tisch. Bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war toll. Das habe ich wirklich gebraucht. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich gehe jetzt. Ich denke, ich sollte jetzt zum Gouverneur gehen. Mir wurde gesagt, ich solle dich selbst zum Gouverneur bringen. Aber ich muss hier erst noch fertig werden. Vielleicht können wir uns etwas später vor seinem Büro treffen. Es sollte nicht zu lange dauern. In der Zwischenzeit kannst du einen Spaziergang durch die Stadt machen.
Sicher. Und wo ist sein Büro? Geh einfach die Straße nach draußen und du kommst auf den Stadtplatz. Von dort aus siehst du das Haus der Gerechtigkeit. Okay, danke für alles, Amor. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Gern geschehen. Bis später. Dann schauen wir mal. Das muss das Fenster zu meinem Zimmer sein. Schuppen? Es ist nur ein kleiner Schuppen, der mit altem Holz befüllt ist. Blumen? Ah, kann man pflücken. Dann machen wir das doch. Lieber erstmal alles mitnehmen, wenn man nichts mehr hat. 5 Skylips. Das ist doch gut. Gibt es sonst noch was zu entdecken? Oh. Ah, die Goldperle. Es ist eine überraschend schwere Blume. Ja, es soll ja auch Gold enthalten. Was hat es mit dem Brunnen auf sich? Dieser Brunnen hier ist in einem wirklich schlechten Zustand. Hallo. Oh, hi. Hallo, oh hi. Na gut, okay, er lässt sich gerade nicht viel machen. Dann gehen wir mal nach draußen. Das ist Gartenarbeit. Und da ist die Stadt. Haus der Gerechtigkeit. Na gut, man kann es wirklich nicht übersehen. Ich überlege die ganze Zeit, wie diese Star Trek-Folge hieß, in der Picard das Flötespiel lernt. Das erinnert mich da gerade sehr dran. So. Aber schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Okay, Roman. Markt, Schneider, Schmied, Obstverkäufer. Was ist das? Öffnung. Schauen wir doch mal rein. Oh, das ist eine Bibliothek. Was gibt es hier in dem Schuppen? Im Moment noch nichts. Na gut, das wird bestimmt noch wichtig werden. Die können wir die Stadt verlassen? Fenton Perth. Okay, das ist also die Stadt. Und diese Tore habe ich ja gesehen auf meinem Weg hierher. So. Was ist das gerade? Loch im Boden? Wahrscheinlich wurde er von einem kleinen Nagetier ausgegraben. Gut. Okay, also das ist der Schuppen. Da gucken wir doch nochmal. Es ist komplett mit Pattern vernagelt. Es gibt keine Möglichkeit für mich, dort hineinzukommen. Gut. Okay, dann gehen wir doch nochmal zurück in die Stadt. Und schauen mal. Was der Gouverneur mir mitzuteilen hat. Sir, der Bäcker. Hallo, guten Tag. Darf ich dich mit ein paar leckeren Sahnetörtchen versuchen führen? Oder vielleicht etwas von unserem berühmten Bärennussbrot?
Alles, was du hier siehst, ist ganz frisch. Heute gebacken. Hast du etwas, das ich umsonst bekommen kann? Oh, ich fürchte nicht. Ich kann mir nicht leisten, Produkte zu verschenken. Weißt du, wie viel für ein Sahnebrötchen? Nur ein Geld. Also. Aber ich würde dir raten, dich zu beeilen, wenn du welche willst. Ich habe nur noch 5 und sie sind hier sehr beliebt. Ich muss jetzt gehen. Jederzeit wieder willkommen. Okay, also an dem Markt brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht rumzuarbeiten. Ohne irgendwelche Finanzen. So, Wildvogel. Sieht fast aus wie ein Papagei. Er macht sich wirklich über die Baumfrüchte her. Ob das clever war. Moment, ich gehe mal zurück. Jetzt ist er weggeflogen, der Papagei. Und die Früchte kann man erstmal einpacken. Wer weiß, ob das gut ist. Kaffeedame kann ich sprechen. Hallo, wie kann ich behilflich sein? Was verkaufst du hier? Wir servieren den besten Kaffee der Region. Lust auf eine Tasse? Ich glaube nicht, dass ich mir das leisten kann. Keine Sorge, der Herr geht aus Haus. Sieht aus, als könntest du ihn gebrauchen. Gut erkannt und danke. Bitteschön. Ah, nochmals vielen Dank. Wow, das war ein toller Kaffee. Danke, schön, dass es dir geschmeckt hat. Du sagst deinen Freunden Bescheid. Ich werde dich. Einen schönen Tag noch. Dir auch. Entschuldigung, ich serviere heute draußen Kaffee. Es ist nicht nötig, hineinzugehen. Okay, da kann ich also nicht reingehen. Entschuldige mich. Oh, tut mir leid. Ich muss wirklich mal wieder in meinen Laden gehen. Komm einfach rein, wenn du reden willst. So, jetzt geht er in den Laden. Entschuldigung. Ich wollte jetzt die Leiter hochklettern. Ich glaube nicht, dass du dort hochklettern darfst. Oh, es tut mir leid. Auch die Leiter steht schon ein bisschen auffällig in der Gegend dort rum. So, dann gehen wir mal rein. Guten Tag. Hallo. Bitte komm rein und schau dich um. Oh, okay. Oh, warte einen Moment. Bist du nicht der Fremde, den Larsa vor dem Tor gefunden hat? Ja, das bin ich. Ich bin Thomas. Hi Thomas, ich bin Frank. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss dich fragen, woher kommst du? Ich meine, du bist bestimmt nicht aus der Stadt. Und es ist einfach so, dass nicht regelmäßig neue Leute zu uns kommen. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr an viel. Seit ich einen Schlag auf den Kopf bekommen habe, habe ich ein paar Gedächtnisprobleme. Du arme Seele. Ingrid hält dich für einen Südstaatler. Warum denkt sie, dass ich aus dem Süden komme? Ich bin nicht sicher. Sie hat dich gesehen, als sie dich durch die Stadt getragen haben, weißt du? Vielleicht liegt es an der seltsamen Kleidung, die du getragen hast. Wer ist Ingrid? Oh, das ist die sehr hübsche Dame, der das Café nebenan gehört. Oh. Sehr hübsche Dame. Oh, ich verstehe. So, und das sieht doch. Hallo, kleiner Freund. Krächzt. Er wirkt fast traurig. Wie kann ich dir helfen, kleines Vögelchen? Vögelchen, krächzt. Vielleicht fehlt ihm da drin ein Freund. Wie wär's denn mit dem, der draußen auf dem Baum saß? So. Jetzt gehen wir nach draußen.
Das sind noch ein paar Blumen, die nehmen wir mit. Die spielen bestimmt noch eine Rolle. 8 Stück haben wir davon jetzt. Da steht mit Sicherheit irgendwie mal sowas wie: Besorge mal bitte 10 Blumen, damit der Ladenbesitzer die hübsche Verkäuferin von nebenan erfreuen kann mit einem Blumenstrauß. Darauf wird es hinauslaufen, denke ich. Mist, jetzt ist der Vogel weg hier. Das hab ich vergeigt vielleicht. Das wäre ärgerlich. Gut. Gehen wir mal. Ah, jetzt können wir mit Samora reden. Hey Thomas. Hey Samora. Hattest du Gelegenheit, dich in der Stadt umzusehen? Ja klar, alle sind sehr freundlich und neugierig. Hast du etwas erkannt? Kommt dir etwas bekannt vor? Nein, nicht wirklich. Vielleicht mache ich nach diesem Treffen noch einen Spaziergang. Gut, gehen wir rein. Vielleicht sollte ich dich erst ein bisschen vorbereiten. Was meinst du? Seit Lausas Vater verschwunden ist, hat der Gouverneur mir einen Heiratsantrag gemacht. Oh. Ja, und er hat eine sehr feindselige Einstellung zu jedem Mann, der mir zu nahe kommt. Ich verstehe. Er ist harmlos, wirklich. Aber er ist ein bisschen beschützerisch mir gegenüber. Danke für die Vorwarnung. Okay, machen wir es so. Herein. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, ihr zwei seid es. Du hättest das etwas besser timen können, Samoa. Aber du hast gesagt, ich bin hier gerade mitten in einer Sache, okay? Der Gouverneur ist ein vielbeschäftigter Mann, Samoa. Natürlich, aber ihr beide habt mir ausdrücklich gesagt, dass ich Thomas hierher zurückbringen soll, wenn er erwacht. Thomas? Wer ist Thomas? Ich bin Thomas. Oh, es hat also doch einen Namen. Samoa. Hattest du schon Zeit, meinen Vorschlag zu verdauen? Der Heiratsantrag. Es tut mir leid, Willi, aber nach den jüngsten Ereignissen... Was meint sie? Gouverneur. Du solltest ihn mit Gouverneur anreden. Oh, Entschuldigung. Ich meine Gouverneur. Nach allem, was passiert ist, ich glaube nicht, dass... Ach komm schon, Samora. Warum hast du meinen Heiratsantrag nicht einfach angenommen? Du weißt, dass du den Winter nicht überleben wirst. Euer Wasser ist schlecht und eure Ernte ist verrottet. Ich verstehe nicht, wie ihr mich ablehnen könnt. Denk an die junge Lasa. Sie schafft schon jetzt kaum einen ganzen Tag. Überlass mir die Sorge um meine eigene Tochter. Und dass du schon von der verdorbenen Ernte weißt, ist wirklich beeindruckend. Spionierst du mir vielleicht nach? Sei nicht albern, Frau. Ich mache mir nur Sorgen um dich, das ist alles. Wenn du so besorgt bist, warum hilfst du mir dann nicht bei meinen Ernten und meinem Wasserproblem? Du weißt, dass ich hier aber keine Lieblinge haben darf. Also, der Garten, den sie hat, und der Brunnen sah auch nicht so gut aus. Aber wenn wir verheiratet wären, ja, es tut mir leid. Vielleicht sollten wir uns auf das eigentliche Thema konzentrieren. Oh, ja, ich schätze, das sollten wir. Also, wer bist du, Thomas? Woher kommst du? Ich erinnere mich nicht. Du erinnerst dich nicht? Was meinst du? Wer auch immer mir auf den Kopf geschlagen hat, hat meinem Gedächtnis wohl einen guten Dienst erwiesen. Also eine Fehlübersetzung. Bevor wir weitermachen, sollten wir Samoa vielleicht ihren Tag fortsetzen lassen. Was? Ja, natürlich. Danke, Samoa. Nur damit du es weißt, mein Vorschlag steht dir immer noch offen. Da bin ich mir sicher. Thomas, kannst du mir vielleicht bei einer Sache helfen? Sicher. Könntest du bitte auf dem Heimweg im Laden vorbeischauen? Ich habe einige Lebensmittel bestellt, die ich nach Hause bringen lassen muss. Sicher, das könnte ich tun. Danke. Hier, du kannst mein Notizbuch nehmen. Es ist fast ganz neu und meine Shop-Guthabennummer steht auf der allerersten Seite. Okay.
Nun, wir sehen uns dann zu Hause, Thomas. Das war jetzt clever, das vor dem Gouverneur auszuhandeln. Thomas, komm näher. Also, wie können wir aus dir schlau werden? Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe, was du meinst. Ich werde dir sagen, was ich damit meine. Zuerst wurdest du bewusstlos im Dreck gefunden. Niemand scheint zu wissen, wer du bist. Selbst du scheinst nicht zu wissen, wer du bist. Du wurdest in merkwürdigen und auffallend hässlichen Klamotten aufgefunden. Und nicht zuletzt hattest du einige sehr seltsame Geräte dabei, die wir noch nie gesehen haben. Man könnte sogar sagen, grässliche Geräte. Ist es der Typ eigentlich, der uns beobachtet hat? Vielleicht brauche ich nur etwas Ruhe und mein Gedächtnis kommt zurück. Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Und zwar eine ziemlich schlechte. Was ich stattdessen gern wissen würde, warum bleibst du bei Lady Samoa? Was meinst du? Sie haben mich gefunden und sich bis jetzt um mich gekümmert. Das gefällt mir nicht. In der Tat erlaube ich es nicht. Was der Gouverneur meint, ist das, dass sie Probleme mit dem Wasser haben und mit ihren Ernten. Ach ja, und mit ihren Ernten. Wenn du dort wohnst, belastest du vielleicht ihre Ressourcen zusätzlich. Weißt du, Thomas, der Winter kommt. In ihrem jetzigen Zustand können sie während der kalten Monate auf keinen Fall in dem Haus bleiben. Mein Vorschlag an Lady Samoa ist ein Vorschlag, der aus meiner Verantwortung für die Bürger dieser Stadt geboren wurde. Außerdem finde ich es nicht angemessen, dass ein fremder Mann mit einer Frau zusammenlebt, die kurz vor der Heirat steht. Wie wird es Ihnen im Winter helfen, wenn sie dich heiratet? Ich besitze ein großes Anwesen außerhalb der Stadt, in das Lady Samoa und Lhasa perfekt passen würden. Bei dir klingen sie wie Möbel. Schöne Möbel, wohlgemerkt. Was ist mit ihrem Wasser und ihren Ernten los? Was meinst du? Warum sollte ich das wissen? Ich habe gehört, dass du meine Kleidung und andere Sachen hast. Das tue ich. Und ich werde sie dir geben, wenn du die Stadt hier und jetzt verlässt. Bitte? Ja, Birti? Vielleicht können wir dem Mann andere Anreize bieten, damit er geht. Nun, was hast du im Sinn? Vielleicht können wir ihm etwas von dem Gold geben, das wir neulich gefunden haben. Nicht alles, meine ich, aber sagen wir 6 Stück. Ich glaube, das würde ihn wirklich zum Nachdenken bringen. Also gut. Ich werde dir auch 6 Goldstücke geben, wenn du diesen Ort jetzt verlässt. 6 Goldstücke? Ich schätze, ich kann das für ein paar 100 Credits verkaufen. Aber dann würde ich das Tromi und den Tromi-Stab bekommen. Und was mache ich vor allem mit der Statue? Da ist mit Sicherheit ein Sternfragment drin. Ich weiß nicht, wie was die Ausrüstung beinhaltet, ob ich den Drohnenstaub bekomme. Ich weiß auch nicht, wie viel diese 6 Goldstücke wert sind. Ich glaube, ich werde Mrs. Samoa eine helfende Hand reichen. Es heißt Miss Samoa, nicht Mrs. Verschwinde einfach von hier. Jetzt geht er einfach raus. Also, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr geguckt. Letztlich, Dinge sind einfach ein bisschen komplizierter geworden. Ich denke, ich werde dieses Notizbuch benutzen, um meine Probleme zu notieren. Das ist doch eine gute Idee. So. Kann ich darauf jetzt zugreifen, auf das Notizbuch? Das wäre doch gut. Das gehen wir da. Da ist das Notizbuch.
lesen. Meine Probleme mit den fehlenden Drohnen im Stab finden, meine Ausrüstung vom Gouverneur zurückbekommen. Siehst du, da ist es nämlich schon so, dass es nicht zusammengehört. Lebensmittel im Laden besorgen. 97364. Gut, was haben wir hier noch so? Schild. Das Licht ist der Weg zur Wahrheit. Gedankenkammer. Also bade im Licht mit deiner ganzen Seele und lass sie niemals von der Dunkelheit vereinnahmen. Dann und nur dann wird die Gerechtigkeit gedeihen. Puton, der Prophet des Lichts. Na dann, Gedankenkammer. Ah, das wird alles, sieht alles ein bisschen komplexer aus. Richter. Hallo, junger Mann. Wie kann ich behilflich sein? Was machst du hier drin? Papierkram. Welche Art von Papierkram? Unverzichtbar. Wie viel Papierkram kann es in einer Stadt dieser Größe geben? Machst du Witze, Kleiner? Papierkram ist das Rückgrat eines jeden gut funktionierenden Unternehmens. Und Fenton Perth ist in der Tat ein gut funktionierendes Unternehmen. Ich muss jetzt gehen. Na dann, auf geht's. Okay. Gut, dann wissen wir erstmal, dass da der Richter sitzt. Das wird vielleicht noch wichtig. So, Rathaus verlassen. Nun. Herzlich willkommen in Fenton Perth. Eine sehr komplexe Angelegenheit. Ich brauche den Drohnen im Stab. 6 Goldstücke stehen irgendwie im Raum. Das wäre natürlich super, wenn man die hätte, um Sachen kaufen zu können. Irgendwie gibt es noch eine Statue, da könnte ein Sternfragment drin sein. Okay, jetzt holen wir aber erstmal noch die Sachen aus dem Laden. Und gehen dann wieder zusammen. Oh, mal sehen, was da passiert. Ladenbereich betreten. Gehen zur Tür hinein. So, kommt der Verkäufer. Und dann reden wir mal mit ihm. Ich sollte etwas für Miss Samoa besorgen. Oh ja, natürlich. Ich habe alles hier unter dem Schreibtisch vorbereitet. Jetzt hol das raus. Bis später. Der Hebel ist der Aufhörer. Ach, da ist die Statue. Es ist eine kleine Tonstatue. Sie hat eine Art blauen Edelstein über dem Gesicht der Statue und ist von einer Schutzhülle umgeben. Oh, bitte. Ich will nicht, dass du das anfasst. Dieser Hebel öffnet das Dachbodenfenster. Lass mich nur sicher gehen, dass es geschlossen ist. Über der Tür hängt eine Metallkugel an einer Kette. Wenn sich die Tür öffnet, ertönt die Glocke. Das ist die Türklingel. Aha. Kann man das irgendwie manipulieren, das Ding? Bitte. Bewege die Glocke nicht, ja? Ich brauche das, um den Überblick über meine Kunden zu behalten. Jetzt kommt er bestimmt gleich wieder raus. Ich guck mal hier, ob da... Mist, jetzt ist der Vogel weg, ey. Das ist nicht gut.
genau. Kann ich denn irgendwie ablenken, um die Glocke zu bedienen? Wasserspender. Clever. Oh. Ich habe vergessen, es dir zu sagen. Bitte benutze den Wasserspender jetzt nicht. Okay. Dann kleine Glocke. Kleine Glocke, kleine Glocke. Und los. Ah. So. Kann ich den Hebel vielleicht ankleiden? Oh, bitte. Ich will nicht, dass du das anfasst. Okay, also das merkt er. Auch die Glocke haben wir jetzt umgestellt. So. Jetzt warten wir mal, bis er wieder rauskommt. Mal schauen. Jetzt kommt er wieder raus. Da gehen wir doch nochmal rein. Jetzt betätigen wir mal den Hebel. Jetzt ist das Fenster offen. Kann ich das irgendwie? Dazu muss ich erst hier hoch. Das ist mit dem Seilsystem da dran. Aber ich probiere es mal. Es gibt keine Möglichkeit, den Deckel von der Hand um die Statue herum zu bewegen. Okay, dann muss ich das wirklich erst viel zu schwer. Okay. Gibt es sonst noch was, was ich machen kann? Gale. Hier ist alles feinsäuberlich in unterschiedlich großen Pappkartons verpackt. Sie haben alle handgeschriebene Etiketten. Alles ist so altmodisch. Es ist, als wäre ich in der Zeit zurückgeworfen worden. Wie kann ich... Hallo, kleiner Freund. Er wirkt fast schon traurig. Ja, ist wieder derselbe Dialog. Gut, dann gehen wir mal nach draußen. Oh. Du warst in meinem Laden. Es tut mir so leid. Ich habe dich nicht reingehen sehen. Na ja, gut. Das müssen wir uns später nochmal anschauen. Ich gehe jetzt mal schnell zu Samoa und bringe ihre Einkäufe. Ach, und die Goldblume haben wir ja auch noch. Hier sind deine Lebensmittel. Vielen Dank. Ich habe mich gefragt, ob du mir helfen könntest, das Haus zu reparieren. Das würde aber wahrscheinlich den Rest des Tages dauern. Ja klar. Oh, das ist wunderbar. Ich und Lazar wissen es sehr zu schätzen. Ah, okay. Gute Arbeit, Leute. Zeit reinzukommen. Essen ist fertig. Oh, endlich. Ich verhungere. Komm, setz dich zu uns, Thomas. So, sprechen wir das Tischgebet. Segne dieses Essen und die Menschen, die es zubereitet haben. Wir freuen uns sehr, Thomas heute bei unserem Essen begrüßen zu dürfen und hoffen, dass er sein Gedächtnis bald wiederfindet. Und lasst uns alle dankbar sein für die Gaben, die wir erhalten haben. Der Tag wird kommen. So, essen wir.
Hat Frank im Laden unsere Schulden bei ihm erwähnt? Nein. Wenn wir nur unser eigenes Essen anbauen könnten, wären wir nicht so abhängig von Franks gesegnetem Herzen. Was denkst du, was mit deiner Ernte nicht stimmt? Wir bemerkten einen seltsamen Geschmack im Essen und dann erkrankten sowohl Lasa als auch ich an Fieber. Ich weiß nicht wirklich, was los ist. Ich bin selbst kein Landwirt, also wäre es bestenfalls eine schwache Vermutung. Aber ich ließ Schwester Patty einen Blick drauf werfen. Weiß sie solche Dinge? Das heißt, sie sei aus einem Erdapfelsamen hervorgegangen, der von der Allmächtigen selbst gesegnet wurde. Also, du fühlst dich also in der Nähe von Feldfrüchten wohl. Oh ja, lieber Thomas. Sie tat, was sie konnte und weidete die Erde. Das ist köstlich, du weißt wirklich, wie man kocht. Danke. Also, wo ist Lasas Vater, wenn ich das mal fragen darf? Oh, es tut mir leid, ich wollte nicht. Nein, es ist in Ordnung. Ich habe gerade an etwas anderes gedacht. Sein Name war Tamian. Lasa war noch ein Baby, als er verschwand. Was ist passiert? Also, Tamian war die Art von Mann, der alles in Frage stellt. Er hatte nie Angst, seine Stimme für Ehrlichkeit und Wahrheit gegen Ungerechtigkeit oder Gier zu erheben. Er sagte immer, die Frage ist die Antwort. Es macht mich so traurig, das zu sagen, aber ich glaube, er hat letztendlich eine Frage zu viel gestellt. Ich glaube, die Allmächtige hatte endlich genug von ihm und seiner Frage. Oh, schon bald nach Lasas Geburt war er besessen von der Nacht. Aber wie du weißt, ist die Nacht eine heilige Zeit, eine verbotene Zeit. Aber er hat gerade gesagt, dass die Wahrheit einer gerechten Sache niemals schadet und dass kein Kind in Unwissenheit leben muss. Die meiste Zeit verbrachte er mit seinen Recherchen in der Bibliothek. Einige Zeit nachdem er verschwunden war, habe ich sein Tagebuch durchgesehen, um einen Hinweis darauf zu finden, was passiert sein könnte. Es deutet darauf hin, dass er während der dunklen Stunden draußen gewesen war. Ich liebte ihn mehr als das Leben selbst, aber sein ungebundener und durstiger Geist war nicht für dieses Land bestimmt. Es tut mir leid, Samara. Meinst du, ich könnte das Tagebuch deines Mannes sehen? Es tut mir leid, aber ich werde niemandem erlauben, diese unheilige Schrift zu sehen. Ich habe sie zur Sicherung aufbewahren weggeschlossen. Es ist nur so, dass das ist viel zu gefährlich und ich möchte die Allmächtige nicht auch einmal verärgern. Was ist mit diesem Gouverneur los? Er ist ein böser alter Hund. Lasa, das ist er nicht. Willi ist jedoch stur und fehlgeleitet. Ja, Mutter, wie ein böser alter Hund. Lasa. Scheint sie nicht besonders zu mögen, Lasa. Was mich betrifft, bin ich immer noch mit meinem Mann verheiratet. Und kein Mensch, egal wie reich oder mächtig, kann das ändern. Er ist gemein und mürrisch. Vielen Dank für das Essen, Samoa. Gern geschehen, Thomas. Du hast dir dein Essen heute wirklich verdient, nach all der Arbeit, die du geleistet hast. Nun ja, ich denke, ich werde jetzt mit dem Aufräumen beginnen. Und Lasa, Zeit fürs Bett. Okay, Lasa geht ins Bett. Tut mir leid, Thomas. Ich weiß, dass du in letzter Zeit viel durchgemacht hast, aber wir gehen nachts nie nach draußen. Tut dir nicht? Ich meine, tun wir nicht? Nein, da du dich nicht erinnerst, wir sind der festen Überzeugung, dass die Allmächtige, Tam, die Nacht für sich selbst gemacht hat. Ich glaube nicht, dass du respektlos gegenüber ihren Wünschen sein willst. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sie zu verärgern. Natürlich. Okay, Religion, Tam, Statue. In diesem Schrank ist das Tagebuch. Ich mache das ja nur noch fertig, dann gehen wir mit Lasa nicht ins Bett. Morgen gibt es viel Arbeit für uns. So. Dann hat sich das erledigt, würde ich sagen.
Mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen, gerade im Moment. Möchtest du schlafen gehen? Ja. Der Captain schlief bald ein, da er von der vielen Arbeit am Tag sehr müde war. Tag 2. So. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um mit dem aktuellen Teil jetzt aufzuhören. Also wir sind bei einer Stunde 4, das passt ganz gut. Und diese Geschichte hier wird uns wahrscheinlich schon eine ganze Weile begleiten. Also das heißt, wir brauchen uns ganze Sachen zurück. Samoa hat ein Problem, der Gouverneur verbirgt irgendwas. Was der Richter macht, weiß ich nicht. Und ich muss an die Statue ran, die in dem Laden steht. Denn da ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Sternfragment drin. Gut, dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier auf Fenton Perth. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.